Leute, ihr werdet es nicht glauben. Ich habe gerade das Spiel neu gestartet und schaut mal, wer sich da oben jetzt plötzlich hingepflanzt hat. Dieser Arsch! Na du? Der Augenblick naht. Bald schon tritt die Wahrheit zutage. Toll. Du hast mich die ganze Zeit hier verzweifeln lassen, du kleiner Arsch, du. Na ja. So, Symbol gescannt. Jetzt haben wir's. Die vier Symbole bilden ein Hauptsiegel, das so aussieht, als würde es auf die Karte von Arkham City passen. Ah, okay. Na, dann schauen wir doch mal. Kann auch noch zoomen. Aber warum sagt das keiner? Ha! Bingo! Die Symbole haben eine Stelle auf der Karte von Arkham City markiert. Ach, Leute. Hallo? Nach all dem Ärger, den wir jetzt hatten, diesen eigensinnigen Kerl zu finden, sollten wir die jetzt auch besuchen. Und runter mit uns! Wir wollen endlich wissen, wer es ist. Was ist hier nur los? Und rüber mit uns! Mann, ist das kalt! Sollte ich mal nicht so haben, bei Fries ist es viel kälter. Ah, da ist es. Da ist er ja. Hallo auch. Stellt sich endlich mal vor. Ich wusste, du würdest mich finden. War nicht schwierig. Du hast mir eine Karte dagelassen. Wer bist du? Was willst du? Wieso beobachtest du mich? Uns hat man schon viele Namen gegeben, aber für dich bin ich Azrael, der loyale Diener des Ordens von Saint-Dumas. Das hat mir gerade noch gefehlt. Ein weiterer Geheimbund. Ich überbringe eine Nachricht. Finstere Tage ziehen heran, Batman. Die Prophezeiung wird wahr. Du bist der Krieger, der die Pforten der Hölle schließen wird. Du bist derjenige, der das Unheil aufhält und damit Ereignisse in Gang setzt, die du nicht ändern kannst. Aus der Asche von Arkham werden Flammen des Zorns schlagen, die Gotham verbrennen. Und du wirst ebenfalls brennen. Ich glaube nicht an Märchen. Glaube, was du willst. Die Nachricht wurde überbracht. Wir sehen uns wieder. Okay, Azrael. Nicht auf meine Schuhe, bitte. Geheimnisvoller Verfolger. Errungenschaft freigeschaltet. Tja, ist jetzt halt die große Frage. Möchte ich mir wirklich noch den Riddler antun? Vergessen, wie Quinn den alten Sharpie mit seinem eigenen Stock verdrückt. Wir lassen den Riddler mal Riddler sein. Er wird schon überleben. Aber es gibt ja noch einen kleinen Extra hier. Und zwar Harleys Rache. Ich bin dabei. Gibt's was Neues, Barb? Nichts. Er ist schon zwei Tage fort. Ich mach mir Sorgen. Du weißt, wie er war seit... Ich werde ihn finden. Ich hoffe, du hast recht. Harley Quinn scheint sich auf eine Belagerung vorzubereiten. Was hat sie vor? Finde Batman und sieh zu, dass du von dort verschwindest, okay? Keine Sorge, Barb.
Du kennst mich doch. Du klingst genau wie er. Ja, man könnte fast sagen, wie der Vater so der Sohn. Du wolltest mich da verrecken lassen. Du wolltest mich da verrecken lassen. Du wolltest mich da verrecken lassen. Hallöchen. Du wolltest mich da verrecken lassen. Du wolltest mich da verrecken lassen. Au. Das hat der Fernseher nicht verdient. Verdammt, wer ist dieser Loser? Das ist der Wunderknabe. Fragt sich nur noch welcher. Jason Todd, Tim Drake oder keine Ahnung. Es gibt inzwischen schon so viele Robins hier, da komme ich selber schon nicht mehr hinterher. Wenn ich fertig bin, erkennt dich nicht mal mehr deine Mama. Du schläfst jetzt auch mal schön. Danke. Suche das Verschwinden von Batman. Aha. Ist jetzt halt die große Frage. Wie viel Zeit ist seit Arkham City vergangen? Schnauze, ihr Idioten! Ich versuche nachzudenken! Okay. Deswegen. Halt dein blödes Maul! Du kannst von Glück reden, dass ich dich noch brauche! Barb, ich habe die vermissten Beamten gefunden. Quinn hat sie. Irgendeine Spur von Bruce? Negativ. Ich werde weitersuchen. Harley hat den Polizisten gesagt, dass sie noch was mit ihnen vorhat. Sie dürften vorerst in Sicherheit sein. Sei vorsichtig. Es wird alles gut. Versprochen. Glaubst du? Er ist nicht mehr derselbe seit... Er spricht nicht mal mehr über Talia oder Joker. Sobald wir ihn gefunden haben, helfen wir ihm. Mehr können wir nicht tun. Ja, das hat ihn wohl sehr getroffen. Das GCPD wird diesen Bereich stürmen. Ihr werdet alle sterben. Ach ja. Das glaube ich nicht. Du bist verrückt. Nein, ich trauere. An deiner Stelle würde ich mir das merken. Guten Abend, Gotham. Hier spricht Vicky Dale. Ich berichte für Sie live aus Arkham City. Harley Quinn und das GCPD belagern sich jetzt bereits seit 2 Tagen. Was haben wir denn schon? Snapflash, Kugelschild, Rauchbombe, okay. Der Einsatz ist noch nicht beendet. Wie Sie sehen können, übernimmt das GCPD alles Menschenmögliche, um den Bereich abgeriegelt zu halten. Meldungen zufolge ist Batman in Arkham City. Was können Sie dazu sagen, Commissioner? Soweit ich mich erinnern kann, ist die Intelligenz. Ja, das hat jetzt auch nicht viel gebracht. Vollständig abgeriegelt worden. Falls Batman dort sein sollte, ist er hoffentlich in Sicherheit. Meiner Erfahrung nach ist Arkham City kein Ort, an dem man länger festsitzen möchte. Hier spricht Vicky Dale. Weiteres in Kürze. Geht schon mal nicht weiter. Ach. Gibt's was Neues von Harley? Nee, die heult vermutlich immer noch. Sie muss endlich mal drüber hinwegkommen. Sie wird langsam zu einer Belastung. Sonst noch was? Hast du vor, den Laden zu übernehmen? Vielleicht. Das will ich sehen. Glaubst du, ich hab's nicht drauf? Na, was zeichnet dich aus? Na, kommt her! Hast du Angst? Nicht so aus, Kumpel? Hey, sonst keiner hier? Tür ist verschlossen. Ah. Er hat ja zum Glück Explosivgel. Statt eine Fledermaus macht er ein R. Irre. Oho. Tja, nicht schlecht. Ist sie noch irre? Sie will
nur ihre Rache. Du hast sie gehört. Wenigstens hat sie Batman. Vielleicht kommt sie wieder runter, wenn er tot ist. Das bezweifle ich. Ihr habt eine Macke. Woher wollen wir wissen, dass sie uns nicht bei einer ihrer total durchgeknallten Racheaktionen verheizt? Das wäre ja nicht das erste Mal, dass jemand genau das versuchen würde. Ein guter Einwand. Wir brauchen einen Plan. Wir müssen uns überlegen, was wir machen, falls es hier schlimmer wird. Die haben mich echt gesehen da? Ich werde meinen Arkham City beerdigen. Ach, das haben schon so viele behauptet. Das dauert. Bleibt immer schön friedlich hier liegen. Auch verschlossen, meine Fresse. Noch nichts. Nur keine Sorge. Jeder, der hier langkommt, wird es schrecklich bereuen. Okay. Ist gar kein Problem. Wenn ich den Penner erledigt habe, wird alles gut. Kann ich dich dann mal besuchen kommen? Ich wollte nur höflich sein und helfen. Bitte, du verstehst nicht. Nein, echt. Tatsache, so geht's auch. Hallo? Es ist Robin! Hallo auch! Hallo? Bist du noch da? Was ist denn passiert? Ach, das Übliche ist passiert. Na los, heb ihn auf! Auf keinen Fall, Mann! Das Ding ist gefährlich! Hast du gesehen, was es gemacht hat? Ist nur ein Gürtel. Nein, es ist Batmans Gürtel. Na und? Ein Gürtel bleibt ein Gürtel. Was hast du... Was macht Robin? Was zur Hölle? Kommt schon, Jungs, ich habe eine ewig Zeit. Ich werde dein Arsch rasten, Robin. Ich nehme dich auseinander. Du wirst in Arkham City sterben. Wird dich richtig schön
Na, noch einer? Ich reiß dir den Arsch auf! Na los, machen wir endlich fertig. Na, geht doch. Ha! Tim, was ist los? Ah, Tim Drake also. Zwei Tage zuvor. Behalt einfach nur den verdammten Bereich im Auge. Ich will nicht, dass diese Irre da rauskommt, klar? Harley Quinn. Ach, wie hast du das erraten? Ihre Schläge haben meine Jungs in einen Hinterhalt gelockt und zum Stahlwerk geschleift. Wir kommen nicht ran. Ich erledige das. Bist du sicher? Du weißt, dass sie dir die Schuld gibt, oder? Könnte eine Falle sein. Ziehen Sie sich zurück, damit es keine Verletzten gibt. Ich übernehme den Rest. Alrighty then. Jetzt sind wir mal wieder der Dunkle Ritter. Okay, auch eine Art, jemanden umzulegen. Also. Oh! Jetzt mal ruhig bleiben hier. Ich mag's nicht, angeschossen zu werden. Aber wir haben jetzt einen heilen Bettanzug. Ich denke, wie ramponiert er am Ende aussah. Also, wow. So können wir die Bullen nicht einfach ausknipsen und von hier verschwinden. Oh Mann.